Artikelnummer SCP-4087. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Alle Foundation-Kräfte, welche in europäischen und amerikanischen Strafverfolgungsbehörden eingeschleust wurden, müssen alle laufenden Morduntersuchungen auf Anzeichen des Einsatzes von SCP-4087-Instanzen hin überwachen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass eine weitere Instanz gefunden werden sollte, ist diese in einem Kubikmeter Beton einzuschließen und für eine unbefristete Lagerung in ein geologisches Tiefenlager zu transportieren. Beschreibung: Bei SCP-4087 handelt es sich um einen Satz alter, federgetriebener Springmesser. Jede Klinge ist 9,2 cm lang und besteht aus rostfreiem Stahl. Die Messer wurden von Gavrilo Maniago, einem italienischen Messermacher, im Rahmen eines privaten Auftrags hergestellt. Er stellte die 6 kurz vor seiner Ermordung im Jahr 1914 fertig. SCP-4087 wurde erstmals 1973 entdeckt, nachdem es durch ein mathematisches Modell, das von der Analytikabteilung der Foundation entwickelt worden war, mit über 100 Morden in Verbindung gebracht wurde. In jedem dieser Fälle wurde eines der 6 Messer von den Strafverfolgungsbehörden als die Tatwaffe eingestuft. Jedes der Messer ging im Anschluss wiederholt verloren, wurde zurückgegeben oder versteigert. Seit 1975 befinden sich alle 6 Messer im Foundation-Besitz. Allerdings wurde seither bei über 200 weiteren Morden ein identisches Messer als Mordwaffe verwendet. Eine Untersuchung dieser Mordfälle hat gezeigt, dass trotz aller gegenteiliger Beweise keine tatsächliche Mordwaffe existiert. Nach einer gründlichen forensischen Untersuchung aller 6 Messer haben unsere Forscher die folgenden Beobachtungen gemacht. Die Messer scheinen über keine anormalen Eigenschaften zu verfügen und sie zeigen keinerlei Anzeichen von nennenswertem Verschleiß oder Abnutzung. So, hallo liebe Leute, nach einer kleinen Pause auf dem Kanal geht's jetzt in der nächsten Zeit wieder in althergebrachter Weise daher. Hatte ein bisschen Stress mit dem Theaterprojekt, das hat sich jetzt wieder gelegt, also ist beendet. Und ansonsten, ja, könnt ihr Videos wie normal erwarten. Und natürlich das große 1000 Abonnenten-Special, das jetzt ansteht, nachdem wir das geknackt haben. Das heißt, seid gespannt. Bis dahin. Tschaußen.